Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Wir machen heute diese grandiosen Würste. Das sind schwarzgeräucherte Bauernseufzer bzw. schwarzgeräucherte Pfälzer. Man kann die auch Mettenten nennen, wenn sie nicht schwarzgeräuchert sind, beziehungsweise kommen den Mettenten ziemlich nahe. Auch Mettwürste, also ich glaube, da hat jede Region seinen eigenen Namen für diese Würste. Und wie wir die machen, was wir dafür alles brauchen, seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Wir brauchen dann für unsere Bauernseufzer ein paar Zutaten und die werden wir uns jetzt einmal ganz genau anschauen. Wir brauchen heute nur Schweinefleisch. Wir haben hier zum ersten einmal eine schöne Schweineschulter. Dann haben wir hier einen Schweinebauch. Von beiden Fleischstücken müssen wir dann jeweils noch die Schwarte entfernen. Und hier sind auch noch die Knorpel drin, die werden wir uns dann auch noch rausschneiden. Die wollen wir nicht mit durchwolfen. Des Weiteren werden wir unsere Würst würzen mit Majoran. Dann haben wir hier ein bisschen Piment. Wir haben weißen Pfeffer, dann haben wir Nitritpökelsalz, wir brauchen eine halbe Zwiebel und etwas Wasser. Das, was ihr hier seht, sind unsere Därme. Das sind spezielle Därme, auf die werde ich dann nochmal speziell eingehen. Zum Räuchern für unsere Würst haben wir hier noch ganz normale Buchenspäne. Und da wir ja heute schwarzgeräucherte Bauernseufzer bzw. Pfälzer machen, haben wir hier eine spezielle Räucherzutat, und zwar sind es sogenannte Kienhölzer. Wir in Bayern sagen da K dazu und viele kennen es auch nur unter K, und wir haben tatsächlich erstmal googeln müssen, was K heißt. Also es ist Kienholz, und Kienholz ist ein hart angereichertes Holz. Können wir später auch nochmal genauer erläutern. So viel auf jeden Fall zu den Zutaten, und die genauen Mengenangaben werde ich natürlich alles wieder unten in die Infobox reinschreiben, und wir starten jetzt mit unseren Vorbereitungen. Beginnen werden wir mit unserem Schweinebauch. Also hier müssen wir, wie gesagt, unsere Knorpel erst einmal herausschneiden. Im Regelfall lasst ihr das vom Metzger machen. Ich habe gestern immer dran gedacht, deswegen müssen wir das jetzt heute schnell selber machen. Also ich bin da jetzt nicht der Fachmann, aber wir versuchen das da jetzt einfach irgendwie so grob ein bisschen herauszubekommen. Da haben wir ja hier hinten nur noch wie so eine Art Vlies da hinten dazwischen drin, und da schneidet man einfach da hinten so entlang. Und auf jeden Fall werden wir uns das dann nochmal rausholen. Das Gemetzel werde ich euch jetzt natürlich nicht komplett zeigen. Ja, mit ein bisschen Feingefühl haben wir dann ein bisschen später auch unser Knorpelzeugsel hier heraus, und jetzt ist es komplett knorpelfrei. Bevor wir jetzt die Schwarte als Ganze abziehen, werden wir uns das erste Mal in so schöne Streifen hier schneiden. Und dann werden wir einfach hergehen, hier in der Mitte ansetzen, ein bisschen bis zur Schwarte runterschneiden, und dann könnt ihr euch das Fleisch hier schön wegziehen. Wie gesagt, das könnte auch ein bisschen filigraner gehen. Und hier schaut ihr natürlich, dass ihr alles so ziemlich an Schwarte hier mitnehmt, weil das brauchen wir dann alles mit zum Wolfen. Unsere Streifen werden wir dann gleich noch in so wolfgerechte Stücke schneiden. Das werde ich jetzt mal machen, und mit unserer Schulter werden wir jetzt dann das Allergleiche machen, und danach sehen wir uns dann gleich wieder. Unser Fleisch ist dann soweit fertig, und wir müssen jetzt nur noch unsere Zwiebel mit vorbereiten, weil die Zwiebel, die wird mit durchgewolft. Da schaut ihr, dass ihr eine kleine bekommt. Wenn ihr eine größere habt, nehmt ihr nur die halbe. Und die werden wir uns jetzt auch nochmal so zerteilen, dass sie durch den Wolf passen. Der letzte Schritt vor dem Wolfen besteht eigentlich darin, dass wir jetzt unser Nitritpökelsalz hier noch drüber geben werden. Und das werden wir jetzt ein bisschen mit unterheben. Die Gewürze werden dann alle erst später rankommen. Dann können wir mit dem Wolfen anfangen. Ich möchte nur kurz zu unserem Fleischwolf hier was sagen. Das ist kein richtiger Fleischwolf, das ist eigentlich eine Küchenmaschine mit einer Wolf-Funktion. Zur Wolfscheibe, die wir benutzen werden, das ist eine 3 mm Scheibe. Das hat die perfekte Größe für unsere Würste, die wir heute brauchen. Und ja, in diesem Sinne fangen wir einfach an. Für euch das Ganze wieder ein bisschen beschleunigt im Zeitraffer. Das Fleisch ist jetzt durchgewolft, und bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir jetzt ganz flott noch unsere Därme wässern. Ich habe euch ja gesagt, das sind spezielle Därme, und zwar handelt es sich hier um sogenannte Bändeldärme. Viele von euch werden sich jetzt fragen, was sind Bändeldärme? Also ich kann es so ein bisschen
beschreiben. Darm besteht aus mehreren Schichten. Es ist nicht bloß ein Darm, das was wir immer so sehen, sondern da sind mehrere Schichten dran. Und der Bendeldarm ist quasi die äußerste Schicht von so einem Darm. Und das ist eine Mordsarbeit, den wohl zu gewinnen. Also da braucht schon wirklich Fachpersonal dazu, richtig gut geschult ist. Das kann ja nicht jeder Metzger. Und deswegen haben die auch ihren Preis. Das Besondere an diesem Bendeldarm ist aber, dass der besonders zart ist. Und das macht es ja dann auch in unserer Wurst am Ende dann bemerkbar, wenn man einfach so einen schönen zarten Darm zum Abbeißen hat. Und natürlich können wir auch ganz normale Därme nehmen. Vom Kaliber her ist es circa 28-30, also das ist so die perfekte Größe. Und wenn ihr wollt, also ich werde euch diese Bendeldärme unten in der Infobox verlinken, da könnt ihr gerne mal nachschauen, wenn ihr die bestellen wollt. Kann auf jeden Fall sehr empfehlen, mein Metzgermeister hat mir empfohlen, die wirklich zu benutzen, also mache ich das auch. Und die werden wir jetzt auf jeden Fall kurz wässern. Auf jeden Fall haben wir hier eine Schüssel mit lauwarmem Wasser und dann werden wir uns unsere Därme hier mal aufschneiden. Und dann werden wir versuchen, dass wir uns hier so, naja, 2 bis 3 ganze Stücke hier rausbekommen. Das werde ich jetzt mal machen und danach sehen wir uns wieder. Ja, und das sind jetzt unsere 3 Därme, die wir hier haben und die werden wir jetzt einfach hier ins Wasser hineingeben. Und da dürfen die jetzt einfach mal schön wässern, dass das ganze Salz hier auch runterwäscht. Also da könnt ihr auch richtig ein bisschen rumspielen am Anfang. Und wie gesagt, dann lasst ihr das einfach hier bis sie. Ich nenne es einfach mal Quellen. Unsere Därme sind jetzt gewässert und wir kümmern uns jetzt wieder um unser Brett, das wir hier haben. Wir werden jetzt anfangen, dass wir unsere Gewürze dazugeben. Und zwar fangen wir an mit unserem Piment. Dann geben wir unseren Pfeffer dazu. Unseren Majoran. Und zum Schluss werden wir nur einen kleinen Spritzer von Wasser dazugeben. Vor der Menge her so ungefähr 50 Milliliter oder was. Mehr muss das nicht sein. Und dann geht's los, dass wir unser Brett hier schön durchmengen werden mit der Hand. Und durch das Fett, was wir jetzt auch drin haben, sollte man da auch eine schöne Bindung bekommen. Und da könnt ihr jetzt ruhig einmal gute 5 Minuten kneten und das alles schön verteilen und vermengen. Nach ein paar Minuten ist unser Brett dann schön fertig und wir haben die Gewürze überall verteilt. Also richtig schönes Batzel, was wir hier haben. Und jetzt können wir uns unseren Wurstfüller vorbereiten. Wir sind soweit fertig mit unserem Brett und wir können eigentlich mit dem Abfüllen loslegen. Hier haben wir unseren Wurstfüller. Das ist der Celsius Wurstfüller zu kaufen bei der Firma Barbecue Toro für einen sehr erschwinglichen Preis. Kann ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Also für häuslichen Gebrauch ist das Ding auf jeden Fall super perfekt geeignet. Und da habt ihr richtig viel Spaß. Vom Fassungsvermögen habt ihr da einen 3 Liter Behälter, wo man das Brett reingeben können. Gibt es auch in der 5 Liter, 7 Liter Variante. Also wie ihr euch da austoben mögt. So viel zu dem Gerät. Und wir werden jetzt anfangen, dass wir erst einmal unser Brett hier reingeben werden. Ich habe jetzt den Füllbehälter hier rausgenommen. Und jetzt werden wir uns hier so schöne Kugeln aus unserem Brett machen. Wir müssen schauen, dass wir das so luftdicht wie möglich hier reinbekommen und so doof, wie es sich anhört. Und ja, wie soll ich das sagen, ihr klatscht das jetzt einfach so fest, wie ihr könnt, hier rein. Ich versuche das jetzt einmal zu zeigen vor der Cam. Ist ein bisschen ungeschickt gerade vor der Position her, aber dass ihr einfach seht, was ich meine. Also wirklich mit Schmackes da rein. Hat jetzt nicht so geklappt. Ihr wisst, was gemeint ist. Auf jeden Fall sollte das da richtig schön reinkommen, dass das wirklich keine Lufteinschlüsse hat. Und dann wird das alles mit der Hand noch ein bisschen so angedrückt. Das werde ich jetzt einmal machen und dann geht's weiter. Und wer hätte es gedacht, 3 Kilo Brettmasse gehen in einen 3 Kilo Behälter rein. Also Wunder der Technik. Und wir werden jetzt unseren Behälter hier wieder einsetzen. Bevor wir jetzt unsere Därme aufziehen, müssen wir jetzt zuallererst mal schauen, dass hier unsere Tülle, so nennt sie das Stück hier übrigens, komplett luftfrei ist. Dazu kurbelt man schon mal so lang, bis ein bisschen was vor dem Brett unten rauskommt. Dann werden wir jetzt unsere Därme aufziehen. Das Därme aufziehen ist ja so eine Spielerei. Also ein Trick, den man immer wieder hört von den Metzgern, ist, dass man einfach den Darm, bevor man ihn aufzieht, schön wässern tut. Das heißt, wir suchen uns hier eine Öffnung vor dem Darm und werden das Ganze hier erst einmal richtig schön wässern. Lassen da richtig schön Wasser reinkommen. Und das Wasser verteilen wir jetzt dann hier quasi einmal komplett durch den ganzen Darm durch. Und in diesem Moment werden wir dann auch unseren Darm schon auf
ziehen und wir brauchen dann noch ein bisschen Wasser für unsere Tülle hier, für unseren Stutzen. Den werden wir auch schön wässern. Also bei der ganzen Sache hier wirklich mit viel Wasser arbeiten, umso einfacher tut er euch da. Und dann werden wir den hier so drüber geben. Und dann heißt einfach den Darm aufziehen. Und dann geht es eben los, dass wir jetzt schön vorsichtig anfangen werden, unsere Masse hier in den Darm hineinzufüllen. Da schnappt ihr euch am besten, wenn ihr nicht erfahren seid, eine zweite Person. Die habe ich hier. Und wir legen dann einfach mal los. Also bis jetzt läuft es ganz gut. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal alles abfüllen. Danach werde ich euch meine Schandtaten alles zeigen. Also das ist jetzt unsere Ausbeute, die wir hier haben. Teilweise sind die Stücke nur ganz kurz geworden, weil dieser Bentle-Darm ist halt wirklich sehr empfindlich und der reißt schneller mal. Passiert auch in den Metzgereien so, deswegen brauche ich mir da jetzt auch nicht viele Gedanken machen. Und ja, was ich noch vergessen habe zu sagen ist, dass ihr vielleicht schaut, dass ihr dieses Fett hier vom Darm immer so in einer Linie habt, dass das ein bisschen gleich ausschaut. Sicherlich habt ihr euch gefragt, warum ich jetzt hier vorne keine Knoten reingemacht habe. Bei dem Bentle-Darm ist es so, wenn man hier vorne einen Knoten reinmacht, also dann habt ihr einen richtig fetten Boppel hier dran. Das schaut einfach nicht schön aus. Und deswegen nimmt man das einfach hier, wenn es ein bisschen zu lang ist, könnt ihr euch da ein Stückchen abschneiden. Und dann legt ihr euch das einfach so schön nach hinten. Und das ist eigentlich die ganze Kunst. Aber das macht man rein und ausschließlich nur hier mit diesem Bentle-Darm. Ansonsten bei den anderen Würsten wohl nicht. Wir legen uns die gleich so in der Länge her, wie wir die dann brauchen. Also sagen wir so gute 10, 12 cm. Und wir werden uns dann einfach diese Stellen, die wir hier haben, schön abdrücken. Und dabei natürlich äußerst vorsichtig bei diesem Darm. Und dann werden wir anfangen mit dem Finger hier einfach das so rumzuschleudern. Das langt prinzipiell einmal bei diesem Darm, ansonsten könnt ihr es reißen und das ist eigentlich die ganze Kunst. Wenn ihr die einzeln abdrehen würdet, müsst ihr natürlich immer einmal rechts drehen, beim nächsten dann wieder links drehen, weil ansonsten zwirbeln sich die dann auf. Die Würste sind dann abgedreht und jetzt braucht ihr hier so einen schönen Stecken. Ich habe hier einen schönen Bambusstock, den habe ich mir zurechtgeschnitten, dass der auch schön in unseren Räucherofen später passt. Und jetzt werden wir uns die Würste hier einfach nur so drüber legen. Also so sollte es dann am Ende aussehen. Ihr verrutscht es jetzt ein bisschen so, dass das sich nicht großartig berührt, weil ansonsten kriegen wir da weiße Stellen. So wie es jetzt ist, werden wir ein paar weiße Stellen kriegen, aber die sind ganz minimal, weil sie sich hier oben einfach ein bisschen berühren. Aber wir sind hier daheim und wir sind keine Profimetzger und wir wollen das Zeug auch nicht verkaufen, sondern es ist für uns. Und deswegen habe ich auch hier unten, ich weiß nicht, ob man es sieht, Moment, unser Schnüpfel hier, das habe ich jetzt auch dran gelassen, das wird halt ein kleineres Würstel, aber das passt für uns daheim und das ist vollkommen ausreichend. Ja, und das werde ich jetzt nur mit den zweiten Würsteln hier machen und dann geht es rüber an den Räucherofen. Am Räucherofen angekommen, haben wir jetzt unsere Steckerl mit die Würst hier dann schön reingesetzt und so sollte das dann ausschauen und dann legen wir los, dass wir mit dem Räuchern starten. Ja, dann wären wir eigentlich startklar und was werden wir jetzt machen. Also prinzipiell muss ich erst einmal sagen, viele von euch werden sich jetzt fragen, was, warum werden die jetzt nicht aufgehängt zum Reifen irgendwo in der Speisekammer oder was. Das brauchen wir bei diesen Würsten nicht. Unsere Bauernseufzer bzw. Pfälzer, die wir hier machen, die reifen jetzt dann eigentlich durch den Vorgang mit dem Räuchern. Es gibt da zweierlei Varianten an Würste, die wir hier machen können. Und zwar gibt es einmal die hellen Bauernseufzer und die schwarz geräucherten Bauernseufzer. Bei die hellen Bauernseufzer würde man einfach ganz normal mit dem Kaltrauchgenerator jetzt durchstarten, was wir dann im Anschluss später auch machen werden. Aber wir wollen schwarzgeräucherte machen, deswegen müssen wir hier mit unserem Kienholz, was ich euch am Anfang erzählt habe, noch etwas machen. Das machen wir jetzt und ich habe da mal was vorbereitet. Jetzt schaut mal her. Also wie ihr seht, ich habe hier mein Kienholz, dieses extreme harzhaltige Holz, hier auf den umgedrehten Kaltrauchgenerator draufgeschlichtet. Und wir werden uns jetzt einen Gasbrenner hier nehmen und jetzt werden wir uns einfach unser Holz hier vorne schön anzünden. Durch das Harz haben wir hier wie so eine Art Brandbeschleuniger, dass das eigentlich dann schön das Brennen anfangen sollte.
Das ganze Prozedere mit unserem Kienholz dauert jetzt ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem wie schnell die eben da drin abbrennen. Durch das, dass wir da eine kleine Flamme drin haben, müsst ihr eben ein bisschen mit dabei sein und aufschauen, falls eure Temperatur jetzt hier ausschlagt. Also ich sage mal so, naja, bis 30 Grad oder sowas ist es okay, aber alles was drüber geht, müsst ihr dann einfach mal die Tür aufmachen und wieder ein bisschen Hitze rauslassen, weil ansonsten haben wir da drin einfach was Heißgeräuchertes und das wollen wir eben nicht haben. Das Besondere an dem Kienholz, ich habe es gerade vergessen zu erwähnen, also das ist wirklich, wir haben hier eine Verrußung durch dieses Harz, was hier drin stattfindet und man sieht es auch, also hier kommt richtig schwarzer Rauch raus. Inwiefern das Ganze jetzt dann wieder gesundheitsschädlich ist und so weiter und so fort, macht euch da nicht so viele Gedanken, also das wird bei uns in Bayern in vielen Metzgereien einfach so praktiziert und ist dasselbe wie mit dem Nitritpökelsalz, wo kein Kläger, da kein Richter, also macht euch nicht so viele Gedanken. Wir werden das jetzt beobachten und ich zeige euch dann, wenn es fertig ist, die fertigen schwarzen Würste. Die Schwarzräucherphase ist jetzt gut 20 Minuten später abgeschlossen und jetzt Leute, nicht erschrecken, jetzt schaut euch das mal an. Tada! Wow, das war zu viel Schwung. Also ich zoome euch jetzt noch mal ein bisschen ran. Also genau das, was ihr jetzt hier seht, das ist das Ergebnis, das was wir haben wollten bei unserem sogenannten Schwarzräuchern. Das wird bei uns hier in Bayern tatsächlich so praktiziert. Also ich versuche jetzt hier noch mal richtig schön auf eine Wurst ran zu zoomen. Also ihr seht an unserem Darm hier so einen richtig schönen Glanz. Die sind jetzt noch leicht feucht. Über die, wenn ihr jetzt drüber langen würdet, dann würdet ihr auch das Schwarze sofort wieder abwaschen. Und seid da wirklich unbesorgt. Also das sieht jetzt wirklich schlimmer aus, als es ist. Aber wenn ihr das tatsächlich mal ausprobieren solltet mit diesem Kienholz, mit diesem richtig harzigen Rauch, der jetzt hier an unsere Würste randringt, das werdet ihr geschmacklich definitiv an den Würsten merken. Und wie gesagt, die Räucherphase Schwarzräuchern ist jetzt abgeschlossen und wir werden uns jetzt ganz normal unser Kalträuchern vorbereiten und das werden wir jetzt machen. Ja, und der Rest ist jetzt eben dann Business as usual. Also wir haben hier unseren Kaltrauchgenerator und den werde ich jetzt beim Erzeugen gleich entzünden. Ich habe es in den letzten Videos oft gezeigt beim Schinkenräuchern und whatever. Also der Kaltrauchgenerator funktioniert ganz einfach. Wir haben hier so eine Spirale mit Räucherspänen und unsere Glut, die wir jetzt hier anzünden, frisst sie dann quasi hier durch die Bahnen hier durch und sorgt hier für einen kalten Rauch, der eben unsere Würste am Ende räuchert. Wenn es jetzt hier am Anfang so leicht brennt, ist es vollkommen in Ordnung. Die Flamme wird jetzt relativ bald erlischen und somit haben wir ein vernünftiges Glutnest, dass sie das alles hier ganz normal durchfressen kann. Wir werden unser Türchen dann schließen und dann heißt es für uns eigentlich nur noch warten, bis unser Sparbrand hier abgeglüht ist. Das kann gute 8 bis 12, je nachdem was ihr für Qualität an Spänen habt und wie groß euer Kaltrauchgenerator ist. 8 bis 12 Stunden kann es dauern und wir sehen uns dann morgen früh wieder, wenn unser Rauch bzw. unsere Räucherphase abgeschlossen ist. Willkommen zurück. 2 Tage sind jetzt in der Zwischenzeit vergangen und unsere Würste sind jetzt hier drin fertig geräuchert. Vorgestern, als ich den ersten Räucherdurchgang gestartet habe, war es nachts leider so kalt, dass wir da drin maximale Temperatur von 10 Grad zusammengebracht haben und das war dann für die Würste zu kalt. Wir brauchen da Zimmertemperatur, also habe ich gestern Nachmittag nochmal geräuchert, tagsüber, als es ein bisschen wärmer war, habe eine Kerze mit reingegeben und dann haben wir bei 25 Grad hier drin geräuchert. Das war dann perfekt. Auf jeden Fall werden wir uns die Würste jetzt einmal angucken. Ja, und so sehen unsere Würste jetzt dann final aus. Also vorher war das alles noch feucht und jetzt ist die Oberfläche hier schön trocken. Und auch hier unten könnt ihr sehen, dass da eine schöne Umrötung stattgefunden hat durch das Nitritpökelsalz. Vorher war das alles hier so gräulich und die Würste sind dann somit fertig und wir können die dann anschneiden.
Für alle, die jetzt festgestellt haben, oh, da fehlen ja schon ein paar Würste, im Vergleich zu der Szene von, als wir mit dem Räuchern angefangen haben, vollkommen richtig. Mein Kumpel, der hier da war und mir geholfen hat bei der ganzen Aktion und die Würste mit abgedreht hat, der hat da ein paar Würste bekommen, deswegen sind es jetzt ein paar weniger. Und in dem Sinne heißt für uns eigentlich, wir werden die Würste jetzt mal probieren und da sehen wir uns gleich wieder. Ja, hier sind wir und unsere Würste auch und das heißt dann für uns, endlich probieren. Und wir werden jetzt mal eine so eine Wurst anschneiden und dann werden wir beginnen. Also hier werden wir die Wurst aufschneiden und wenn ihr euch das jetzt hier so anseht, also klassisch, wie man eben diese Mettenten, Pfälzer oder wie sie auch immer heißen, kennt, nur dass wir eben diesen schönen schwarzen Rauch hier außen mit dran haben, der für das richtig klassische Aroma von den schwarz geräucherten Würsten sorgt, durch diesen harzigen Rauch, den wir hier hatten, und dann werden wir uns ein so ein Stück schnell probieren. Und in diesem Sinne heißt es dann guten Appetit. Mega, Freunde. Einfach nur mega. Also, ich möchte es ganz kurz nochmal demonstrieren. Mit diesem Bändle da, wo ich euch gesagt habe, dass der einfach so richtig schön zart ist, aber trotzdem knackig. Also, vielleicht könnt ihr es hören. Hört mal. Also, ich hoffe, man hat es gehört durch das Mikrofon. Und Geschmackserlebnis vom Feinsten hier. Lass mich kurz runterkauen. Also Leute, einfach nur wahnsinnig geil. Wenn ihr solche Würste macht, ihr könnt da Leuten, wenn ihr die herschenken wollt, eine riesengroße Freude machen, weil solche Würste, die mag einfach jeder. Und ich, wenn sowas kriegen würde, ich wäre der glücklichste Mensch. Mir braucht jetzt keine mehr schenken, ich habe hier genug Vorrat. Und die Herstellung an sich super, super leicht. Ihr braucht da keinen Kutter dazu, was bei vielen Wurstsorten einfach nötig ist. Hier langt der Fleischwolf. Und wie gesagt, man braucht halt eben diesen Wurstabfüller, aber der ist auch für wenig Geld eigentlich zu erhalten. Und ja, in diesem Sinne möchte ich dann auch zum Schluss von unserem Wurstvideo kommen. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr nur keine Abonnenten von meinem Kanal sein. Hier drüben könnt ihr das gerne jederzeit nachholen. Und dann heißt's, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich sage danke fürs freundliche Zusehen. Euer Mac Allister, macht's gut. Ciao.